Wir treffen ihn im Wald. Hier ist er gerne, um Abstand zu gewinnen. Sein Gesicht will der AfD-Aussteiger nicht zeigen, aus Angst vor Pöbeleien und Angriffen. Die AfD, sagt Heiko Leimbach, ist eine Partei der Spaltung. Sie sähe nur Hass, sei gefährlich. Ich habe eine Unmenschlichkeit festgestellt und ich habe Angst, dass die sich in der Bevölkerung breit macht, dass das Miteinander verloren geht und nur noch ein Gegeneinander stattfindet und dass sich im Prinzip die Bevölkerung spaltet. Heiko Leimbach war fast 2 Monate Kreisvorsitzender in Fulda. Anfangs fasziniert von der AfD, von ihrer Flüchtlingsdiskussion und ihren Stammtischen vor allem. Da wurde einem zugehört. Je intensiver er die Partei kennenlernte, desto mulmiger wurde ihm aber. Er wollte sie offener machen, modernisieren, sagt er. Eine Art konservative CDU mit mehr Themen. Doch die interessierten nicht. Viele huldigten dem rechtsnationalen Thüringer Björn Höcke ganz offen. Die Fuldaer AfD sei stark nach rechts abgedriftet. Es gab dann auch Stimmen für Pro-Republikaner, ja, Höcke. Man hat dann langsam gemerkt, dass es einen Höcke-Flügel gibt. Alles Menschen, die ich zutiefst verachte und für die ich überhaupt kein Verständnis übrig habe. Ein paar Tage nach meinem Rücktritt im Januar ist ein Teil des Fuldaer Vorstands zu Björn Höcke nach Erfurt gereist und haben ihn dort besucht. Und das hätte es mit mir nicht gegeben. Ihn schockiere, dass viele für die rechtsextreme identitäre Bewegung Sympathien hätten, das habe er oft kritisiert. Und auch die große Nähe zu Pegida sei inakzeptabel. Er nennt ein Beispiel von Mitte Juli in Dresden. Wo Leute im Publikum stehen, oben wird sich lustig gemacht über ein Schiff, was mit Flüchtlingen auf See treibt und dann wird skandiert: absaufen, absaufen, absaufen. Das erinnert mich an die dunkelsten Zeiten. Ja? Man kann nicht mit dem Leben spielen. Das geht nicht. Ende Januar legte Leimbach sein Amt entnervt nieder. Der Kreisvorstand war völlig zerstritten, sagt er. Er sei danach mehrfach beleidigt worden. Als die Querelen in Drohungen gegen ihn gipfelten, erstattete er Anzeige gegen ein Vorstandsmitglied. Der habe ihm per Mail das Fegefeuer angedroht. Die AfD Fulda reagiert nur schriftlich. Den Vorwurf der Körperverletzung zum Nachteil des Heiko Leimbach durch den Kreissprecher bestreitet der Unterzeichner. Herr Leimbach wurde seit der Mitgliederversammlung Anfang Mai nicht mehr gesehen. Die Personen, welche regelmäßig Strafanzeigen nach dem Motto "viel hilft, viel erstatten" und auch die Presse fleißig informieren, sind mittlerweile im Kreisvorstand isoliert. Dem Landesverband wirft AfD-Aussteiger Leimbach vor, monatelang untätig geblieben zu sein. Der Landessprecher weist den Vorwurf zurück. Er habe im Juli erfolglos Gespräche angeboten. Ich weiß nicht, was in dem Kreisvorstand vor sich gegangen ist, aber Herr Leimbach hat da anscheinend einen Machtkampf verloren, ist ausgestiegen, hat 7 Monate versucht, den Kreisvorstand zu destabilisieren. Es ist ihm nicht gelungen. Und jetzt versucht er, Scheinwerferlicht zu erhalten durch seinen Austritt. Leimbach kontert. Die AfD verrohe die Menschen, sei unwählbar geworden. Er schäme sich im Rückblick dafür, Mitglied gewesen zu sein.